Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kingdoms of Amalur. Ja, wir wollen jetzt meditieren gehen. Bin da mal gespannt. Das Metzeln ist des Heldens Lust. Ist schon bedenklich, dass immer wenn man einen sogenannten Helden in einem Spiel spielt, dass man eigentlich sehr viele Rassen vernichtet. Also regelrecht vernichtet. Ich meine, die spawnen alle nach. Aber ich glaube, wenn man das so ein bisschen nachrechnen würde, kommt man ganz schnell auf den Nenner, dass man mehr getötet hat, als sich reproduzieren können. Naja, was soll man da machen? Man kann es nicht allen recht machen. So ein Walker wieder. Ich muss die kleinen Viecher ausschalten. Jetzt bist du dran. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Hallo? Blut? Ach so, weil ich im Kampf bin. Jetzt aber. Wollte dieser Wicht mich daran hindern zu looten. Nichts gelernt, der Junge. Oder Frau, je nachdem. Oder diverse. Alles ist möglich. Was ist das? Das sind doch. Wow. Ich bin signifikant reich geworden. Signifikant reicher geworden. Ja, ich werde mir jetzt ein Herrenhaus kaufen und mich zur Ruhe setzen. Oh, ich merke gerade, ich bin heute in Alba-Laune. Das ist schön. Das ist immer gut. Die Gärten von Üser betreten. Üser ist mir doch egal. Nee, warte, das war blöd. Üser mir doch egal. Nee, war ein blöder Witz. Hat nicht hingehauen. Schön runtergekommen hier, ne? Hier muss das einfache Volk leben. Nein, Spaß. Ich weiß nicht, warum Titarion überhaupt Sterbliche an diesem heiligen Ort duldet. Willkommen in den Gärten von Ysar, der Heimstatt des Hofes des Sommers und dem warmen Herzen der Feenlande. Es kommt nur selten vor, dass wir ein Kind des Staubs in Ysar begrüßen können. Doch ebenso selten erwählt Nyralim einen Champion. Ich bin Eran, der Kanzler des Hochkönigs. Ich hoffe, ihr genießt unsere Gastfreundschaft. Natürlich, wenn ihr erlaubt. Stufenaufstieg. Alchemie. Ja, es gibt halt so viel, was ich eigentlich Verstohlenheit. Ich würde gerne die Überzeugung noch. Ich will Überzeugung komplett hochballern. Damit mich keiner mehr über den Tisch ziehen kann. Macht.
Erschütternde Macht. Was ist das? Unerbittliche Anschlag gewährt auf Kosten der Rüstung. Das ist gegen Unterbrechung. Du kannst auch mit Treffer. Ah, nee. Dein drohender Tod gewährt dir den. Ja, da können wir auf jeden Fall draufsetzen. Deine Robustheit ermöglicht es dir nahezu alles zu überleben. Von Schwertwunden bis hin zu Magenfeuer fortgeschickte Verteidigung. Okay. Gut, wo wir gerade schon mal hier drin sind, können wir auch mal wieder aussortieren. Ryderk. Hat so einen Stern. Die würde ich, glaube ich, gerne. Ich weiß nicht, ob Stern einfach heißt, dass wir die selbst hergestellt haben oder weil's, weil wir diese Klinge halt gefunden haben, weil das irgendwas Besonderes ist. Aber die würde ich gerne aufheben. Bis wir Näheres zumindest darüber wissen. Allzu viel Accessoires. Nyra Lebenssegen. Weg damit. Ich brauche nur Leben und Lebensregeneration. Und vielleicht noch Rüstung oder so. So, guck mal da hinten. Ja, euer Gnaden. Achso. Ah, stimmt. Ich bin ja König des Hauses der Baden. Oder Haus der Balladen. Balladen. Ich grüße euch. Was habe ich nun wieder getan? Irgendjemand in Ysa will mich immer wegschicken. Aber ich werde nicht gehen. Oh nein. Na, wenn das nicht der Sterbliche ist, von dem ich so viel gehört habe. Glückwunsch zu euren Erfolgen im Haus der Balladen. Gut gemacht, fürwahr. Ja, vielen Dank. Gemmenschleife. Wie kann ich euch dienen, euer Eminenz? Ich war immer ein großer Bewunderer von Hallam dem Weißen. Das ist schön. Erzähl doch mal was über dich. Ich habe in vielen Zyklen kaum etwas anderes getan, als hierher zu kommen und um eine Audienz bei König Titarion zu ersuchen. Ich hatte noch keinen Erfolg, aber ich gebe nicht auf. Das ist interessant. So, soweit ich weiß, soll es hier einen Gepäckhändler geben. Oh, da hinten ist ein Ausrufezeichen. Scheinbar werden wir hier nachher... Allesamt. Oh, wunderbar, noch ein... Oh, ein Sterblicher. Ich glaube nicht, dass ich... Oh, ihr seid der Leiter des Hauses der Balladen. Wie erstaunlich. Ihr seid nicht zufällig daran interessiert, einem einfachen Knappen zu helfen? Es liegt weit unter eurer Würde, aber... Nun, ja, ich stecke in der Klemme. Ich mach so ziemlich alles. Was muss ich tun? Ich habe die Aufgabe, für die Halle der Audienzen Botschafter und Würdenträger auf ihre Audienz mit dem Hof des Sommers vorzubereiten. Im Moment gibt es 4 schreckliche, ehrenwerte Lords und Ladies, die eine Audienz beim Hochkönig Titarion erbeten. Aber sie sind schwierig und müssen mit Samthandschuhen angefasst werden. Sie müssen den Brunnen in einer Art Prozession betreten. Doch jeder von ihnen hat eigene Wünsche und ich darf keinen vor den Kopf stoßen. Ich werde euch helfen. Wunderbar. Eine Sorge weniger. Ich danke euch, Sterblicher. Die Würdenträger lustwandeln im Garten und genießen seine Freuden. Ich werde hier auf euch warten. Lebt wohl, Ehrenvoller. Ehrenvoller? Ja, das ist ein angemessener Titel. Thank you.
So, hier soll jemand sein, der mir was beibringen kann. Ihr seid ziemlich weit weg vom Fallobstviertel. Ihr müsst meinen Zustand entschuldigen, euer Gnaden. Das Haus der Paladen schickt selten seinen Meister zu mir. Normalerweise unterhalte ich Sterbliche aus dem Fallobstviertel. Fallobstviertel? Ich mag die Welt der Sterblichen. Sie erweitert unsere Erfahrung um Struktur und Farbe. Hin und wieder könnt ihr mich in eurem Staublingviertel treffen, wenn ich die Betriebsamkeit auf mich wirken lasse. Ausbildung. Alchemie. Unsterblicher. Willkommen im Lyzeum-Hain, Herr. Wie kann ich dem Haus der Balladen zu Diensten sein? Gehabt euch wohl. Gehabt euch auch wohl. Blut, den ich nicht nutzen kann. Flussregler. Dies ist mal Vorrichtung scheint mit einer Reihe von Wurzeln innerhalb der Lyzeum verbunden zu sein. Sie kann jedoch nicht verwendet werden, da sie durch eine Art Wasserzauber geschützt ist. Aha. Ja, Sterbliche. Ich rede nicht mit dir, geh weg. Das muss auch hart sein, oder? Wenn er die ganze Zeit dir eigentlich vor Augen gehalten wird, dass du sterben wirst. Du bist nichts. Du bist Staub. Und die werden sich nie an dich erinnern. Hier müsste ich auch mal rein mit den vier Würdenträgern sprechen. Gemmenschleifer. Hier aber auch Händler. Da, ich muss zu dem Händler. Aber wir gehen erstmal hier rein. Was für euch fassen soll, kein Problem. Es ist schön, euch wiederzusehen, Herr. Wir hier in Ysa fühlen uns durch eure Anwesenheit geehrt. Wie kann ich behilflich sein? Uns? Ach, verkaufen kann ich bei dir gar nicht. Dann wohl, alles gut. Mein Freund. Ja, klar. Oh, wir sind Freunde, das ist schön. Und du? Sie schicken den Leiter des Hauses der Balladen, um mir zu dienen. Was für ein unnatürliches, sterbliches Spiel ist das? Warum seid ihr hier? Danke für die Unterhaltung. Habt ihr Wünsche zur Reihenfolge? Ich? Nun, meinem Alter nach sollte ich diese Prozession anführen. Doch mein lahmes Bein erlaubt mir nicht, meinen rechtmäßigen Platz einzunehmen. Ich sollte als Letzter gehen. Ich werde es zu Titarions Thron schaffen, selbst wenn ich kriechen muss. Wie fühlt ihr euch wirklich? Großjägerin Hartwen sollte vorangehen und uns führen. Sie legt Wert auf solche Dinge. Ich würde sie ungern verärgern. Ich sollte mir das aufschreiben. Moment. Es sind vier Leute, glaube ich, ne? Da. Vorne. Hinten. Dann hoch. Magier. Gorent. Ja, das wird nachher nicht alles hinpassen, aber ich krieg das schon hin. Danke für die Unterhaltung. Natürlich! Kein Clown.
los. So. Irgendwo gibt es jemanden, der Taschen verkauft. Seid gegrüßt. Möge Lyria, wenn das hier meine Stadt wäre, würde ich sie auch verstecken wollen. Sollten die Gärten von Ysa jemals fallen, will ich an die Konsequenzen gar nicht denken. Da ist ein Auftrag. Verdammt ruhig, verdammte Narren. Ah, verzeiht, mein Freund, ich habe euch nicht gesehen. Ich fürchte, ich bin ein wenig besorgt. Was besorgt euch denn? Vor einigen Nächten wurde ich das Opfer eines versuchten Diebstahls. Jemand wollte eine meiner Gemmen aus einer von mir selbst mit einem Schutzzauber versehenen Truhe entwenden. In jener Nacht sind drei Initianten aus dem Kapitel geflohen. Cassera, Alorin und Bertan. Ich vermute, dass sie etwas mit der Sache zu tun haben. Sie können nur in den Siede gelaufen sein. Würdet ihr sie suchen? Na klar. Danke. Findet heraus, was passiert ist. Und meine Dankbarkeit ist euch gewiss. So, Einkauf. Muss mal Plunder verkaufen. Aber du bist, glaube ich, nicht derjenige. Lasst von euch hören! Klar, ich komme wieder, wenn ich irgendwas weiß. Hatten wir schon das Vergnügen? Ich bin der beste Händler weit und breit. Das versichere ich euch. So. Ich habe keine nennenswerten magischen Fähigkeiten. Doch den Handel kenne ich besser als jeder andere hier. Und man weiß es zu schätzen. Das freut mich richtig. Ich hoffe, ich sehe euch bald wieder. Ja, bestimmt. Ich grüße euch. Moin. Willkommen im Kapitelhaus der Scholia Arcana in Ysa. Wie kann ich euch dienen? Erzählt mir doch etwas über Scholia Arcana. Wir sind ein Orden von Zauberern, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Wissen um alles Mystische und Arkane zu mehren. Das Herz unserer Macht liegt in Rathir. Doch wir betreiben hier in Ysa eine Botschaft, um ein gutes Verhältnis zu den Feinden zu pflegen. Ich würde gern beitreten. Traditionellerweise werden unsere Bewerber jahrelang vorbereitet, doch eure Umstände sind etwas außergewöhnlich. Wir beobachten euch, seit ihr diese Stadt betreten habt. Eine Empfehlung von Nyralim ist schließlich nicht leicht zu ignorieren. Wenn ihr unserem Orden beitreten möchtet, müsst ihr zunächst die Aufnahmeprüfung ablegen. Na klar. Dann überreiche ich euch zunächst dies. Die Gründungsgeschichte des Ordens, ein guter Einstieg für alle, die sich unseren Reihen anschließen möchten. Nun werde ich den Zirkel der Magier rufen, der für die Durchführung des Rituals nötig ist. Der gelehrte Engar wird die Prüfung leiten. Sprecht in der Halle des Schürfens mit ihm, wenn ihr bereit seid. Lebt wohl! Die
Schwerarkana. Ihr könnt Pause machen, wenn ihr es lesen möchtet. So. Hallo. Moin. Ich grüße euch. Vielleicht lasse ich das erstmal. Ich möchte nicht den Fluch abbekommen. Ich erwarte Nachricht aus der Halle der Audienzen, aber ihr seid nicht der Bote. Der Leiter des Hauses der Balladen dient niemandem. Habt ihr Wünsche zur Reihenfolge? Reihenfolge? Ich schere mich nicht um die Reihenfolge. Die anderen bestehen auf solchen Unsinn. Alles Firlefanz. Wenn ihr es allerdings seid, der solche Dinge festlegt, bitte ich euch, mich hinter Kriegsherrin Venery zu platzieren. Dann kann ich mich am Anblick ihres verlängerten Rückens erfreuen. Wie fühlt ihr euch wirklich? Es wäre ratsam, Gorenet weit hinter Großjägerin Hartwen zu platzieren. Wenn sie sich erst einmal an die Kehle gehen, sind die beiden schwer zu trennen. Mhm. Denkt daran, hinter Lady Venery. So, ist aufgeschrieben. War mir ein Vergnügen. Stets zu Diensten, fleischiger Meister. Interessant, fleischiger Meister. Was ist das? Alle sind in Unterheim willkommen. Ich fand es schöner, als die Gärten noch friedlich waren. Sehen doch recht friedlich aus. Die Maid, überzeugt von Orleans Bedrohung, willigte ein, die Stadt zu befreien. Man dankte ihr mit lobendem Wort und ruhig schlich sie sich fort. Als die Kranken waren genesen, das Böse besiegt, kehrte Orleans zurück in das Land, gefundene Magie als Geschenk in der Hand. So, und mit diesen Worten endet diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.